Herzlich willkommen zu dieser hochsommerlichen Ausgabe der Wien Fakten auf W24 in der bisher heißesten Woche des Jahres. In dieser Folge haben wir einen Tipp für Sie, wie Sie diese Hitze am besten überstehen können. Gerade jetzt im Sommer sollte man immer ausreichend trinken. In Wien stehen dafür 907 öffentliche Trinkbrunnen zur Verfügung. Alle Trinkbrunnen, sowie auch diesen hier im Märzpark, finden Sie auch im Online-Stadtplan der Stadt eingetragen. Wo meine Sonne scheint und wo meine Sterne stehen, da kann man der Hoffnung Glanz und der Freiheit Licht in der Ferne sehen. Einer, wenn nicht sogar der älteste noch bestehende Brunnen Wiens, kein Trinkbrunnen, ist der Schweizer Hofbrunnen in der Hofburg. Wenn ich nicht hier bin, bin ich auf dem Sonnendeck. Bin ich. Jede Wienerin und jeder Wiener verbraucht statistisch pro Tag durchschnittlich 130 Liter Wasser. Den Großteil davon fürs Duschen. Während fürs Duschen und Baden und WC je ca. 40 Liter zu Buche schlagen, entfallen auf Kochen und Trinken lediglich 3 Liter. Wenn ich nicht hier bin, bin ich auf dem Sonnendeck. Bin ich.